Viele von euch leben vielleicht den Traum vom Fliegen und würden gerne ein Luftfahrzeug zulassen, damit sie richtig damit rumfliegen können. Ich habe hier zwei Jungs dabei, die haben sich diesen Traum vom Fliegen erfüllt. Und wie man es schafft, ein Flugzeug zu entwerfen, was dann nachher auch ganz offiziell durch die Gegend fliegen kann, das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und neben mir sitzen die Real-Life-Guys. Ihr kennt die beiden bestimmt schon aus ihrem eigenen YouTube-Kanal. Und sie haben für Furore gesorgt, als sie mit einer Badewanne zum Bäcker geflogen sind. Ob dieser Flug legal war oder möglicherweise doch nicht, das haben wir heute geklärt in einem Video, was auf dem Kanal der Real-Life-Guys heute zu sehen ist. Ich habe das hier unten mal verlinkt. Und jetzt soll es aber darum gehen, ob man Flugzeuge auch offiziell bauen kann und eine Genehmigung dafür bekommen kann. Und da habt ihr mal einige Fragen mitgebracht und wir schauen mal, was wir hier so alles geklärt bekommen. Genau, die erste Frage wäre mal, wie viel so etwas ungefähr kostet. Oder? Ja, also man muss erstmal schauen, natürlich die Baukosten, das kann ganz günstig sein, das sieht man an eurer Badewanne. Ja. Das wäre allerdings noch nicht genehmigungsfähig. Ich habe mal beim Luftfahrtbundesamt mich erkundigt und die sagen, ach ja, so teuer sind die Materialien gar nicht, da ist man mit ein paar tausend Euro schon dabei. Das Schwierige ist, dass man tausende Stunden Arbeit in so ein Flugobjekt stecken muss. Wie lange wart ihr mit eurer Badewanne zugange? Ich glaube, insgesamt so von der Idee hatten wir ein halbes Jahr gebraucht, aber dann fertig gebaut haben wir es in einer Woche etwa. Also es ging ziemlich schnell. Ja, und da sagt mir das Luftfahrtbundesamt, teilweise arbeiten die Menschen bis zu 5 Jahre an ihrem Flugobjekt, bis es dann endgültig genehmigt werden kann. Ja, ich glaube, unser Fahrradflugzeug hat auch viel länger gedauert. Es ist viel schwieriger, ein Flugzeug zu bauen als so eine einfache Drohne. Und das dann auch professionell zu machen. Ist nicht einfach. Was habt ihr sonst noch an Fragen mitgebracht? Genau, es ist ja nicht nur der Bau teuer, sondern wahrscheinlich auch die Genehmigung. Was kostet denn das so etwa, dieses ganze Genehmigungsverfahren? Also da hat auch wieder das Luftfahrtbundesamt erstmal tief gestapelt und sagt, naja, so teuer ist das bei uns jedenfalls gar nicht. Das geht auch alles relativ smart über die Bühne. Was das Teure ist, dass man ständig Gutachten in allen möglichen Stadien Gutachten beibringen muss. Und da gibt es einerseits Gutachter, die sind sehr teuer, oder es gibt die Oscar-Usinius-Vereinigung. Oscar-Usinius ist irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden und war ein ganz begeisterter Mensch, der sich für die Luftfahrt interessierte. Und der hat zu seinen Ehren ist eine Vereinigung in den 60er Jahren gegründet worden und die hilft den Leuten dabei, diese Gutachten, die das Luftfahrtbundesamt wieder braucht, zu beschaffen. Und die nehmen eigentlich nicht so ganz so viel Geld, die machen das teilweise für 15 Euro die Stunde, aber brauchen auch Tausende, oder Tausende nicht, aber Hunderte Stunden, um diese Gutachten zu schreiben. Das heißt, die Zulassung selbst, die kostet dann vielleicht ein paar tausend Euro, aber es ist natürlich ein steiniger Weg, den wir gleich auch nochmal genauer beschreiben. Na, wie lange dauert es so ungefähr, bis das alles durch ist? Also auch da wieder Auskunft vom Luftfahrtbundesamt, die sagen 2 bis 3 Monate, dann ist der Genehmigungsprozess durch. Das finde ich schnell. Okay, das finde ich also auch sehr schnell. Es wird aber auch gesagt, dass viel komplizierterer ist es, dass man immer wieder Prüfungstermine hat. Man braucht erstmal die Skizzen, die man vorlegt. Mhm. Das wird geprüft. Dann hat man den ersten Prototypen, der wird geprüft. Ja. Dann hat man den ersten Flug, das wird wieder geprüft. Und das kann sich Jahre hinziehen. Mhm. Das ist natürlich von der Seite aus dann das Problem. Ja, das glaube ich. Genau, also wenn ich mir jetzt so ein Flugzeug selber baue komplett und es entspricht jetzt allen Normen, allem, dann kann ich mit dem genauso rumfliegen wie mit einem normalen Flugzeug? Ja. Theoretisch ja, es ist nur wichtig, du darfst außer bei Start und Landungen nicht über Menschenmengen und nicht über Großstädte fliegen. Klar, man sagt, die sind ja nicht so sicher wie die großen Verkehrsflugzeuge. Man muss also zur Not auch über freiem Land, wie jetzt hier bei dem Feld, ihr seid ja auch über Felder geflogen, mit eurer Badewanne wieder landen können. Also ganz, das ist ganz wichtig, man darf auch nachts nicht mit diesen Dingern fliegen, aber ansonsten kann man im Prinzip ganz ähnlich und genauso fliegen wie mit jedem normalen Flugzeug. Und braucht man dann dafür auch eine normale Pilotenlizenz? Ja, also man braucht eine Privatpilotenlizenz, man braucht keine Verkehrsflugzeuglizenz, aber eine Privatpilotenlizenz braucht man auch. Auch da gibt es dann wieder, wenn man jetzt über die Oscar-Usinus-Vereinigung geht, Testpiloten, die dann zur Verfügung stünden. Für meine Verhältnisse müssen die sehr mutig sein, aber sehr mutig wart ihr ja ehrlicherweise auch, als ihr mit der Badewanne geflogen seid. Wie hoch seid ihr damals geflogen?
Ich habe höher als 5 Meter sind wir nie geflogen. Also, und seid ihr mal abgestürzt damit oder flog die von Anfang an? Die ist nicht direkt geflogen, aber wir haben es natürlich erstmal unbemannt getestet. Ah, und dann haben wir uns so langsam immer höher getraut und irgendwann ja bei 5 Metern war dann Schluss. Okay. Ja. Weißt du, wie viele Flugzeuge es in Deutschland gibt, die Leute selber bauen? Also im Moment befinden sich immerhin 800 Flugzeuge im Zulassungsverfahren. Das finde ich schon relativ viel. Mhm. Aber das ist nichts gegen die USA. In Internetrecherchen da hieß es, dass in den USA im Jahr 2010 30.000 Amateurflieger ein Flugzeug fertiggestellt haben. Das ist schon ganz schön krass. Mhm. Ja, kann ich mir nicht auf ein Jahr vorstellen, aber vielleicht bis dahin. Fand ich schon krass. Aber vielleicht sind die Genehmigungsverfahren da auch ein bisschen noch vereinfachter im Vergleich zu Deutschland. Ah, ja. Okay, wenn ich mir jetzt so ein Flugzeug baue, darf ich dann nur in Deutschland damit rumfliegen oder darf ich dann auch ins Ausland fliegen? Ja, ich meine, das ist das Spannende an einem Flugzeug, dass man vorankommt. Und man darf damit tatsächlich ins Ausland fliegen. Ich habe mir das mal angeschaut. Und zwar gibt es Einflugerlaubnis aus Deutschland nach Österreich, Italien, Schweden und die Schweiz. Also da dürftet ihr hinfliegen. Und die anderen Länder müsstet ihr immer im Einzelfall fragen und optimalerweise mit den Behörden sprechen. Wenn wir hier Abkommen haben, kann das natürlich auch umgekehrt gelten. Mhm. Ihr baut euch das Flugzeug in der Schweiz und fliegt dann hier rüber. Das könnte ja auch interessant sein, je nachdem, wo das Genehmigungsverfahren dann entsprechend einfacher ist und nicht so kompliziert wie hier. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache, ja. Und wie läuft es dann insgesamt so ganz komplett ab, wenn ich jetzt anfange, sowas zu bauen, bis ich die Genehmigung habe? Also wenn wir das ganz durchgehen wollten nach dem Recht, also da wären wir hier morgen noch. Ich gehe das jetzt hier mal im Schnelldurchgang mit euch durch. Ich habe mir das angeschaut. Also es gibt entsprechende Gesetze. Über die Verkehrszulassung ist im Luftverkehrsgesetz drin. Und da steht, dass es eine Musterzulassung geben muss. Also da geht es eben um die Zulassung. Es muss einen Nachweis der Verkehrssicherheit geben, dass die Lufttüchtigkeit und die typisch Deutschland, die Umweltvorschriften müssen auch eingehalten sein. Also ganz wichtig auch, dass alle Umweltvorschriften eingehalten werden. Und Einzelstücke, die nicht nachgebaut werden, für die gibt es Sonderregelungen. Nur sowas würde klappen. Aber eure Badewanne war ja ein Einzelstück. Mhm. Und deswegen würde man immer versuchen, für so eine Einzelregelung dann entsprechende Sondergenehmigung zu bekommen. Mhm. Wichtig ist, dass der Eigenbauanteil 51% ist. Nur dann kann es ein entsprechendes Einzelstück sein. Aber das war ja bei euch so. Würde ich schon sagen. Das sollte eigentlich mehr sein. Ja. Also da wird man noch sagen müssen, dass es natürlich Teile gibt, die schwierig herzustellen sind, wie so ein Motor, Reifen, Federn, Fahrwerke. Das könnt ihr euch natürlich dazu kaufen. Ja. Aber ansonsten würde ich ja sagen, bei euch 100% Eigenbau. Ne? Eigentlich schon, würde man so sagen. Also da würde ich sagen, Einzelstück kann man schon mal einen Haken dran machen. Das klappt schon mal. Und dann würde man immer eine Beantragung in der sogenannten beschränkten Sonderklasse versuchen. Da geht es eben genau um diese Einzelstücke. Und der erste Schritt ist immer, dass ihr erstmal eine Skizze macht. Die hattet ihr damals auch. Genau, so eine ganz grobe Skizze. Eine ganz grobe Skizze. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Da bräuchte man eine etwas genauere Skizze. Da wüssten die Jungs aber von der Oskar-Usinius-Vereinigung ganz genau, wie man diese Skizzen anfertigt. Da muss sozusagen der geplante Bauablauf schon rein, das weitere Vorgehen. Und über diese erste Skizze gibt es dann ein Gutachten. Das heißt, vor dem Bau müsste man... Noch vor dem Bau überhaupt, schon über die Skizze. Und dann sagt das Luftfahrtbundesamt, jo, die haben einen Plan, die Jungs. Diese Skizze akzeptieren wir. Dann geht es in die zweite Stufe. Dann gibt es einen Antrag und wenn der bestätigt ist, gibt es in die zweite Stufe. Das ist die sogenannte Fertigungsphase. Da begleitet euch die ganze Zeit jemand, der das Projekt quasi als Profi betreut. Schaut immer, dass ihr da keine Fehler macht. Und am Ende dieser Fertigungsphase habt ihr da ein fertiges Flugobjekt, in eurem Fall eine Badewanne. Guckt wieder jemand drauf, gibt es wieder ein Gutachten und das zieht das Ganze so ein bisschen in die Länge. Dann gibt es wieder einen Stempel drauf vom Luftfahrtbundesamt und dann kommt der dritte Schritt, der wird schon richtig spannend. Da gibt es nämlich die Erprobungsphase. Da geht es erstmalig ab in die Luft. Und dann, wenn die Testpiloten aussagen, das Ding fliegt wie eine Eins, dann gibt es nochmal ein drittes Gutachten. Wie könnte es in Deutschland anders sein? Dann über die Flugergebnisse, wie sicher konnte das Ding starten, wie sicher konnte das Teil landen. Und dann seid ihr auch schon fast so weit. Dann gibt es nämlich am Ende nur noch eine Überprüfung durch den Bauprüfer, ob alle Angaben eingehalten worden sind. Und wenn das alles eingehalten worden ist, dann erteilt das Luftfahrtbundesamt euch eben die Genehmigung, mit eurem Einzelstück fliegen zu können. Die kann auch mit Auflagen verbunden sein. Das wird zum Beispiel ein Pilotenschein freuen. Ja, den braucht man sowieso, ganz genau. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass ihr nur in bestimmten Bereichen fliegen dürft. Das würde dann alles das Luftfahrtbundesamt regeln. Nur, was ich damit sagen will, es ist machbar. Dauert natürlich länger als eure Badewanne. Aber ob die Badewanne von euch überhaupt so eine Zulassung braucht oder nicht,
Das haben wir ja in dem Video besprochen, was heute auf eurem Kanal rumgeht. Ja. Also, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Da sind auch noch mal kleine Szenen von dem Badewannenflug mit drin. Guckt einfach hier unten in die Videobeschreibung, da seht ihr ganz genau, wie die Real-Life-Guys mit einer Badewanne zum Bäcker geflogen sind. Wir haben heute den langen Weg erklärt, wenn man sich eine Zulassung besorgt. Das dauert dann doch ein bisschen besser als das halbe Jahr, das ihr gebraucht habt. Trotzdem fand ich es cool, dass ihr den Flug gewagt habt. Ich finde eure Aktion sowieso ganz cool. Euch kann ich den Kanal der Real-Life-Guys nur ans Herzen legen. Und wenn ihr mal wieder solche halsbrecherischen Aktionen macht, die vielleicht rechtlich an der Grenze sind, kommt gerne bei mir vorher vorbei. Ja, vielen Dank. Klasse. Ja, danke schön. Ja, danke euch. Euch danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, falls das sowieso nicht schon längst passiert ist, denn wir haben hier jeden Tag eine kleine tägliche Dosis Recht. Morgen gibt es hier schon das nächste Video wieder. Also bleibt dran, lasst uns ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Tschüss und bis morgen.